Teil 3. Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Erkunde die Kirche. Okay, dann machen wir das doch mal. Warum sind da Kerzen? Essen! Mit den Kerzen, oder? Zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Darf ich das auch aufheben? Hallo. Wieso kann ich da nicht hingehen? Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Schwefel. Hallo! Oh. Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Schwefel, Alkohol, okay. Jetzt kommt der Wein. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Okay. Es stand aber eben was, ich soll was drücken, um mehr zu erfahren. Codex? Ah, okay. Rosenkranz. Diese aus einfachen Materialien gefertigten Ketten werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlichen großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seelen all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. So ein Schwachsinn. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten. Es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hält die Bevölkerung auch die Luft, deren Gestank die krankheitserregenden Stoffe und damit auch die Pest selbst ankündigt, für einen Auslöser der Seuche. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Okay. Ja, verbarrikadiert. Das heißt jetzt was? Dass ich jetzt hier nicht mal rauskomme, oder? Weil hier war jetzt keine Tür, meine ich. Nichts, wo man irgendwie klettern könnte oder so. Da ist ein Loch im Fenster. Hier, ach so, gar praktischerweise mit einer Leiter. Ein offenes Fenster und eine Leiter. Kletter hoch. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Aber da unten sind Sachen. Ich will darüber. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Hoffentlich, oh, ne? Sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten. Halt. Das bezweifle ich. Das war Stoff.
Nochmal Schwefel. Und das ist ein Alarm von einem Auto irgendwo hier in der Umgebung. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Den Geruch kenne ich. Aber es passt gerade so gar nicht. Kräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. So, Leder haben wir schon mal was. Das ist sehr gut. Ich möchte natürlich gerne auch meine Ausrüstung verbessern später. Nicht darüber? Nee. Welche Seite sind wir jetzt? Ah, da glänzt es schon. Salpeter, okay. Blumen, die sind wunderschön. Kann ich die nehmen? Ja. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Okay. Kann mal jemand das Auto da draußen ausstellen? Jetzt mal ernsthaft. Er ist da reingegangen, aber wir gucken noch mal, ob hier draußen vielleicht noch irgendetwas ist, was wir nehmen können. Das sieht aber nicht so aus. Das sind Gräber, okay. Ist da noch irgendwas? Ah, da ist was. Sehr gut. Okay, Schwefel haben wir jetzt bald sogar zu viel. Dann hoffe ich mal, dass wir nicht mehr brauchen, um irgendwas zu machen. Pater! Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... siegte. Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater. Okay. Warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen. Immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morel sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morel? Wartet hier. Bruder Morel!
Bruder! Stimmt was nicht? Pater? Nein! Schnell! Das Licht! Pater, nein! Das Licht! So, mein Kleiner, du bleibst jetzt schön bei mir. Deine große Schwester muss 10.000 Ratten hier verscheuchen. Ja, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Gott, steh uns bei. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Das ist ein Eisenhof. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich weiß. Los, weiter. Eigentlich ist es ja eher gut. Das ist ein Mönch, der andere Bruder. Ich würde sagen, es ist ein Teil eines Mönches. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Komm, ich helfe dir. Na gut. Okay. Die können wir nicht nehmen. Komme ich da noch dran? Auch nicht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Okay, also die sind auf jeden Fall nur bis hier vorne. Feuer. Wir brauchen Feuer. Da oben, okay. Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Weg mit euch! Holz, geht weg! Kann aber nicht laufen. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Aber nur so lange, bis der Stock abgebrannt ist. Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Amicia, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen, das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Okay. Einen anderen Weg ist gut, Leute. Rechts kann ich was machen. Los, so. Kletter hoch! Ja. Sicher, dass wir hier rumgehen müssen? ich habe kein Holz. Nein, da ist was. Das ist definitiv kein Holz. Da oben, Amicia! Die sollte ich runterholen können. Ah, okay. Sehr gut. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Nö, die ist nicht abgeschlossen. Versuch's nochmal. Ach, da geht's auch weiter. Okay. Komm, hoch mit dir. Na gut. Bleib bei mir. Wir müssen gucken, wie wir rauskommen. Da ist irgendwas. Sehr gut. Leder ist anscheinend doch sehr rar. Die soll ich wahrscheinlich auch runterschießen.
Wir gehen gleichzeitig. Wie, wir gehen gleichzeitig? Wie sollen wir das denn machen? Sollen wir runterspringen? Ach so, Moment. Okay. Gucken wir hier nochmal kurz. Hier ist aber nichts, ne? Nein. Okay, doch, da oben ist noch was. Ha, sehr gut, neue Steine. Sehr gut, sehr gut. Folge mir. Mhm. Okay. Sehr schlecht, sehr schlecht. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Eine Werkbank! Eine Werkbank, sehr gut! Kann ich hier schon irgendwas machen? Ich meine, ist ja jetzt gerade nicht so viel zu tun, ne? Die Ratten brauchen ja jetzt im Moment nichts. Bietet Platz für bis 12 Materialien einer Art. Das ist schon mal gut. Auch wenn ich dann... Nee, das Leder brauche ich dafür noch nicht. Schneller und effizienter. Dafür bräuchte ich davon aber auch was. Hm. Ich würde normalerweise sagen, ich mache erstmal die Tasche etwas größer. Ist sowieso gerade das Einzige, was ich tun kann. So, dann kann ich in Zukunft nämlich auch genug wieder einsammeln. Keine Ratten. Oh nein, nein, das Licht! Sag das nicht zu früh. Das Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Das weiß ich noch nicht. Ich schaue mir mal die Umgebung an. Komm irgendwie mal näher, kann das sein? Kommt mir das jetzt nur so vor? Steine. Die Ratten, sie fressen das Fleisch! Das könnte funktionieren. Sie fressen das Fleisch, doch? Okay. Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Mach. Oh, Ziel. Hallo. Wenn ich gedrückt halte, musst du genau das machen. Komm mit. So, ich weiß nicht, wie lange die da noch fressen. Deswegen... Ups. Falsche Taste, okay. Deswegen drücken wir mal ganz schnell und hauen da mal ganz schnell ab. Da, die drei Heiligen! Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Und wieder Ratten. Ich hasse Ratten. Oder waren das Schlangen? Ich schätze, ich muss klettern, ne? Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Aber bitte vorsichtig hier rüber gehen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. So, okay. In Sicherheit ist relativ, ne? Haben wir denn hier irgendetwas, was uns weiterhilft? Da hinten die Tür ist verbarrikadiert. Da müssen wir hin, denke ich. Ja, dann bleiben wir mal hier stehen, weil wir können ja jetzt nichts mehr machen. Ah, Moment, da ist noch was. Das ist aber nur für da hinten. Aber hier komme ich nicht runter. Das ist nicht gut. Da komme ich am Ende runter. Achso, ich komme am Ende runter. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Oh, okay. Also nicht wieder steht, wiederholt hochdrücken. Sondern... Doch wiederholt? Okay, probieren wir es nochmal aus. Komm schnell, zur Fackel! Los! Oh, ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los! Oh.
Komm, zackig! Geht's dir gut? Ja, bleib wo du bist, der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Sehr gut. Hilf mir, Bruder. Sino, da ist ein Loch. Willst du die Fackel haben? Ja, auf meiner Seite sind zu viele Ratten. Wie soll ich jetzt durchkommen? Das Loch da hinter dir. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh da durch und wir treffen uns auf der anderen Seite. Bist du sicher? Rühr dich nicht vom Fleck, wenn du Ratten siehst. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Ja, ja. Kein Thema. Geht weg hier, Viecher. Ich hab die Macht. Wieso komme ich hier nicht durch? Ach so. Nicht schon wieder sowas. Okay. Ja, ich hab ja die Fackel, ne? Ich komme dich gleich abholen, oder wie war das? Schnell jetzt. Okay, aber wohin? Oh, ich glaube, das sind Toiletten. Okay. So, die ist eh gleich abgefackelt. Ah. Ja, das hatte ich mir nämlich schon gedacht. Okay. Dann müssen wir uns da jetzt ganz dolle beeilen. Ja, hier oben. Hugo, geht's dir gut? Da waren Ratten. Ich bin zum Licht gerannt. Haben sie dich gebissen? Nein, ich habe eine Leiter gefunden, aber da unten sind Ratten. Ich mache dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runterholen. Ja, kein Thema. Ganz ruhig, Amicia. Ihm geht's gut, dir geht's gut. Konzentrier dich. Nein, ich wollte jetzt nur die Dinger haben. So. Und ist es da auch? Ja, perfekt. Dann weiß ich nämlich schon, was ich machen soll. Ach nee, die sind schon. Nee, der andere ist noch nicht, okay. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Aber damit. So. Wo ist denn die Leiter, von der da gesprochen hat? Perfekt, danke. Au. gesprochen hat. Was war das? Junge, was hast du gemacht? Warte mal, da hinten. Was ist denn das? Das ist doch auch irgendwas Kodiges, ne? Da müsste ich rein theoretisch auch noch was anzünden können. So, wir probieren es einfach mal. Weg da, ihr Mistviecher. Kuscht euch. Ja, ich bin so gut. Gut, du kannst jetzt runterkommen. Nein, ich wollte die Sachen hier nehmen. Tut mir leid, ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. So, ihr blöden Viecher, warum seid ihr jetzt schon wieder hier? Sollen wir jetzt die Leiter hoch? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin sollen, aber wir gehen mal einfach wieder zurück, würde ich sagen. Weg da, jetzt komme ich. So, okay, rechts war ich jetzt schon drin.
Eigentlich bleibt uns nur noch hier die Wahl, oder? Oder müssen wir jetzt doch da hoch? Aber ich durfte die Leiter gerade nicht hoch. Moment, da hinten ist auch... Ich bin so doof. Da hinten geht's auch nochmal rum. Ja, machen wir das doch. Komm mit mir, Hugo. Ich finde eventuell einen Weg raus. Die Krypta! Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit, weit weg von hier. Sehr gut. Und wir könnten theoretisch, aber ich denke mal, ich habe nichts. Nee. Beutel. Was ist denn das? Unten rechts, was ich dafür brauche. Okay, also was für mich natürlich jetzt wichtig wäre, wäre Stoff in erster Linie. Kommen wir hier durch? Ich werde dir helfen. Das sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja. Wir sind so weit gekommen, es wird schon gut gehen. Mach es nicht. Bleib in meiner Nähe. Aber da unten ist auch noch eine Fackel. Moment. Nehmen wir lieber die. Was ist das da an den Wänden? Ich weiß es nicht. Ah. Alien lässt grüßen. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie ganz schön wütend sein. Okay, hinten kommen wir noch weiter. Müssen wir das Ganze jetzt wohl schrittchenweise machen. Also nehmen wir nochmal einen Stock. So, Hugo. Achso, hier wären auch Stöcke gewesen. Na toll. Keine Sorge, Hugo. Wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft, sie brennt im Hals. Bäm. So, ihr Mistviecher, wo können wir jetzt hin? Da. Da drüben, Licht, wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Nein, lauf nicht. Ich wusste es. In solchen Szenen ist immer eine Rennszene. Geschafft. 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 Amicia, ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen.